Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Superhelden sehen lässt aus einem handelsüblichen Foto. Als üblich gestellt wie Sau, aber okay. Und zwar, Superhelden habe ich mir jetzt mal als Fähigkeit, weil ich es extrem cool finde, cool ist das Stichwort, Frostfähigkeit, also etwas zu Eis erstarren lassen. Dazu habe ich zwei Möglichkeiten, die ich jetzt zeigen könnte. Ich habe mich jetzt aber mal für mein Foto entschieden. Ich habe auch ein anderes Foto, aber ich zeige mal das Foto, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar, das ist dieses. Das habe ich mir schon so ein klein bisschen vorbereitet, wie man sieht. Ich habe den Hintergrund, den wir schon mal benutzt haben, benutzt und habe mich aus einem anderen Foto herausgeschnitten. Man sieht es noch an der grünen Schattierung und es ist kein besonders gutes Foto. Ist aber auch nicht so schlimm. Soll ja nur zum Tutorial sein. Wenn man natürlich bessere Fotos hat von der Größe her, sieht es dementsprechend doch besser aus. Ja. Doof angefangen und doof weitergemacht. Und zwar, da das jetzt schon ein großes Bild ist, fange ich erstmal an und mache mir mit meinem Schnellauswahlwerkzeug eine Markierung von den Händen. Ich möchte meine Hände sind meine Superheldenwaffe. Also meine Fähigkeit. Ich markiere mir jetzt einfach mal den ganzen Arm hier. Ein bisschen hier auf die Feinheiten achten, dass ich den ganzen Arm auch wirklich mitnehme. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, Sachen schneller auszuschneiden. Das ist mir in dem Fall jetzt aber egal. Ich mache das jetzt auch mit dem Schnellauswahlwerkzeug, weil ich auch gleich den anderen Arm mitnehmen möchte als ein großes Stück. Ich kann es auch einzeln machen. Ich nehme es jetzt mal als beides. Beide Hände gleichzeitig. Ich nehme hier das Ganze. Ist ein bisschen viel am Handrücken. Guck hier nochmal auf Kante verbessern. Schauen wir das nochmal an. Mach mal einen Smart Radius rein. Hau den nochmal ein bisschen abgerundet. Kanten. Kante. Kontrast kann so bleiben. Und mache hier gleich die Auswahl. Neue Ebene mit. Ich mache also eine neue Ebene. Erstmal nur eine neue Ebene. So, dann habe ich mir gleich mal die Arme als einzelnes Objekt mit eingefügt. So, dann mache ich mir erstmal eine Kopie. Kennt man? Steuerung J, da habe ich eine Kopie davon. Nehme die Originalebene, nennen sie direkt auch mal um in Hände und füge diesen Händen jetzt einen Filter hinzu, und zwar aus der Filtergalerie. Und zwar hätte ich hier gerne den Kunstfilter Kunststoffe. Das sieht erstmal ein bisschen sehr merkwürdig aus, das ist aber auch nicht wild. Damit probieren wir jetzt gerade. Mich da mal. Auch gut. Details können wir voll auf Vollglanz machen, auf Volldampf machen, und Glanz können wir auch auf Volldampf machen. Verzeihung bitte, ich habe etwas gerade gegessen. Mal gucken, was wir hier an Glättung so rausholen können. Nehme mal hier eine 11er Glättung, jetzt in dem Beispiel. Da muss man so ein bisschen probieren, was nachher am schönsten aussieht. Ich nehme jetzt mal eine 11er Glättung, sag okay. Jetzt habe ich hier dieses wunderschöne Muster drin. Ne? Dieses Muster möchte ich aber gerne. Ja, wir machen das nochmal ein bisschen anders. Ich habe mich gerade umentschieden. Setz das mal zurück. Diese Hände mache ich erstmal in Schwarz-Weiß. Ja, mache ich erstmal in Schwarz-Weiß. Steuerung Alt U. Dann habe ich sie in Schwarz-Weiß. Relativ einfach, da brauche ich nicht großartig Farbballons oder Farbfilter oder sowas setzen, sondern habe dann einfach die Markierung in Schwarz-Weiß. Jetzt geht es weiter wieder mit Filter, Filtergalerie und mein Kunststoff und mach da. Ich glaube, der Elfer war schon ganz gut. Ah, Elfer. So.
sieht doch schon mal gar nichts. Das sieht schon mal sehr plastisch aus. Schon mal was. So, das Ganze möchte ich jetzt aber gerne negativ haben. Negativ multipliziert. Ah, das sieht schon gar nicht so aus. Negativ multiplizieren mit dem Hintergrund logischerweise jetzt. Also der Hintergrund ist ja noch in Originalfarbe. Dann hat man jetzt schon mal den Effekt, als ob das erstarrt ist. Ja, Kunststoff halt. Ne? Es ist halt erstarrt. So, jetzt. Und ich glaube ja. Jetzt sage ich bei markierter Ebene, dass ich einen Farbton-Sättigung hinzufügen will und ich möchte das einfärben. Nicht erschrecken. Nehme schon mal einen bläulichen, frostigen Ton. Kann ruhig ein bisschen kräftiger sein. Nicht zu kräftig. Und ja, so. Soll sich erstmal nur auf die Ebene der Hände auswirken. Und ja, jetzt haben wir schon mal einen bläulichen Ton drin. Das ist doch schon mal was. Jetzt mache ich eine Sache, die sich später ausbezahlen wird. Ich setze die Hände, die kopiere ich mir jetzt, möchte aber, dass diese beiden, weil ich die Kopie, ja, das machen wir jetzt so, die Kopie kriegt einen anderen Filter. Genau, die Kopie kriegt einen anderen Filter und zwar machen wir da noch einen Glasfilter drüber. Die Kopie auswählen, Filtergalerie auswählen, Verzerrungsfilter, Glas. Da gucken wir mal, was hier, was das Glas so hergibt. So. Ah, nicht zu doll, das soll ein bisschen. Und das Ganze machen wir, ich glaube, als Milchglas, ja, als Milchglas. Haben wir schon mal einen richtig schönen Frosteffekt. Jetzt haben wir allerdings das Problem, ich möchte, jetzt wirkt sich die Farbtonsättigung nur auf die Kopie aus. Ich möchte das aber nicht in die Kopie, ich möchte die beiden zusammen. Markiere mir die, habe mit dem aus zusammen markiert, indem ich Steuerung gedrückt halte und auf beide klicke und drücke dann Steuerung G. Dann ist das eine Gruppe. Und jetzt soll sich die Korrektur, die sich ja eben nochmal auf die Hände bezogen hat, die schiebe ich jetzt mal raus. Und jetzt wende ich auch so einen kleinen Trick an. Ich sage jetzt, dass die Farbtonsättigung sich auf die Gruppe beziehen soll. Und zwar halte ich dazu Alt gedrückt und gehe genau zwischen diese Linie, also zwischen die beiden, zwischen Gruppe und der Sättigung und drücke dann einmal kurz mit der Maustaste. Jetzt wirkt sich diese Farbtonsättigung auf die Gruppe aus. Und somit dementsprechend auf beide Objekte, die da drin sind. Ja, und nicht auch auf hier unten, quasi auf das Original. So, der ganzen Gruppe füge ich jetzt. Ja, machen wir das jetzt. Der ganzen Gruppe klicke ich jetzt mal Doppelklick für einen Stil und sage jetzt mal Schein nach außen. Jetzt überdecken wir das Grüne mal so ein bisschen. Drücke hier auf die Farbe, bei Schein nach außen, wähle mir einen schönen Blauton. Man kann jetzt übrigens auch hingehen und sagen, bitte nehmt diesen Farbton hier. Ja, ich sag mal ein bisschen deutlich, hier darf es ruhig sein. So. Ja. Okay. Sag auch negativ multiplizieren mit dem Hintergrund. Mach das mal ein bisschen intensiver. Kann ruhig bisschen mehr Deckkraft sein. Sollte aber nicht überfüllt sein. Also nicht, dass es zu steif wird. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Genau, man sieht es jetzt schon, der Rechner braucht ein bisschen, um das hinzurechnen. Wenn ich jetzt die Überfüllung anmache, es wirkt halt nicht mehr. Muss ein bisschen weicher sein. Das Grüne kriegt man leider nicht so ganz weg. Schade. Außer wenn ich ihn vielleicht normal stelle, aber das sieht ein bisschen heavy aus. Aneinander. Ineinander. Machen wir es als Overlay sozusagen, also ineinander kopieren. Das sieht noch ganz, ganz gut aus. Die Farbe ist aber ein bisschen doll jetzt. Ist ein bisschen heller. Das muss ja
Hat schon fast ins Weiße so ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr. Okay. Sag ich auch erstmal okay. Jetzt habe ich der ganzen Gruppe einen Effekt hinzugefügt. Und jetzt sage ich aber noch der Gruppe, das sieht so ein bisschen doof aus, dass das schon aus dem Ärmel rauskommt, quasi. Ich setze der Gruppe jetzt mal eine Maske hinzu. Einfach auf Maske klicken. Nehme mir einen schönen weichen Pinsel. Jetzt habe ich an Größe. Können wir ruhig ein bisschen größer machen. Keine Härte, 0% Härte. Und sagt der Deckkraft mal so 50%. Und fangen mal so ein bisschen an hier auf der Innenseite. Moment, habe ich gerade tief. So, ich zeige. So ein bisschen hier auf der Innenseite zeichne ich mir meinen Arm wieder hervor. Das ist natürlich auflösungsbedingt. Sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Jetzt können wir hier noch einen Tick höher machen. So, dass es den Anschein erscheint, dass der Arm nicht immer davon betroffen ist. Mit Weiß zeichne ich mich hier nochmal. Oh, ein bisschen viel. Ein bisschen dünner werden. Die Kraft kann da runter. Fähigkeit, sagen, sich den Arm hochwandert. Das sieht doch schon gar nicht mehr so verkehrt aus. So. Dem Ganzen fehlt noch so ein bisschen der Leuchteffekt. Oder? Bin nicht so ganz sicher. Ich nehme mal meine Kopie mal eben runter. Die Kopie habe ich mir übrigens nur gemacht, falls ich vielleicht mal eben eine Schnellauswahl der Hände nochmal brauche. Ich glaube, das kommt mir jetzt ganz zugute. Oder vielleicht auch noch nicht. Ich füge mir komplett nochmal ein Leuchten hinzu. Dazu mal die Markierung wegmachen. Ebene auswählen. Wand ist. Signalarme mal eben blenden. Hier ich mal eben nicht. Kann jetzt ruhig grob sein. Okay, so grob noch auch nicht. Die Hintergrund soll nicht leuchten. Und auch der Stuhl soll nicht leuchten. Wobei der Stuhl hier auch einen grünen Schleiereffekt hat. Das liegt daran, dass ich vor dem Greenscreen fotografiert habe und das war ein bisschen doof wegzuschneiden. Weil ich es auch nicht mit einer professionellen Kamera aufgenommen habe, sondern eben schnell der Fotofunktion der Webcam. Natürlich programmiert, dass die Fotos nicht so astrein werden. Ich nehme den Stuhl einfach mal mit. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. Wenn wir das mal so kommen. So, da stelle ich jetzt auch nochmal eben eine kurze Kopie von dem. Ja, genau. Und füge dem auch einen Stein nach außen hinzu. Allerdings einer, der sich nach draußen abschwächt. Einer bläulichen Färbung. Kann ruhig ein bisschen weißer leuchten. Hauptsache es wird schwächer. Das ist nicht so wild. Machen wir die Arme mal wieder zu. Dann haut das Grüne nicht mehr ganz so doll rein. Ist zwar jetzt aber sehr ja, da haut das hier rein. Macht aber nichts, erstellen wir einfach eine Maske. Ja.
Ja. Nee, machen wir das mal nicht mit der Maske, sondern. Oh, das war verkehrt. Ich wollte nur die Dinge. Und sag hier einfach mal. Ineinander. Ach, ineinander ist vielleicht. Alles ein bisschen doll. Oh, nehmen wir mal einen kleineren Pinsel. Ja, kleineren Pinsel ist auch. Dann hier. Kommen uns wieder. Soweit wollte ich reinradieren. Hemd. So. Wer nicht ganz genau weiß, was ich hier jetzt gerade tue, der kann gerne nochmal die anderen Tutorials angucken. Da habe ich erklärt, was ich da tue mit den Masken. Soll auch nur mal eben schnell sein. Soll ja nichts großartig werden. So, der Grundeffekt finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Könnte jetzt in dieser Gruppenmaske noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, so. Muss ich das so. Oh, da war zu viel. Ein bisschen raus, ja. Ach, ja. So, was habe ich hier noch? Hier habe ich eine Farbe. Achso, das ist die Farbton-Setting. Ich bin gerade verwirrt gewesen. So, die lassen wir noch aktiviert, damit sich schön ineinander fügt. Ja. Jetzt erstelle ich mir mal aus diesem Bild ein fertiges Bild. Kennen wir auch schon aus einem anderen Tutorial. Shift, Steuerung, Alt und E. Habe ich alle meine Ebenen mal eben zusammengefasst zu einem neuen Bild. Und jetzt lassen wir den ganzen. Machen wir erstmal zur Übersicht. Gebe ich mir das alles mal in eine neue Gruppe. Gruppe. Bild. Neue Gruppe aus innen. Alt. Nehmen wir mal. Ja. Edit. Machen wir Edit. So. Edit interessiert uns aber nicht, sondern wir machen jetzt mit der Standardebene weiter. Beispielsweise, ich erstelle einfach mal eine neue Ebene. Und in dieser neu erstellten Ebene will ich jetzt noch einen kleinen Effekt hinzufügen. Ich habe mir schon vor einiger Zeit mal Pinsel runtergeladen. Die gibt es einfach googeln. Pinselvorlage Photoshop. Es gibt Tonnen kostenlose Pinsel, unter anderem dementsprechend auch so kleine Planeten und Schlangen und was weiß ich nicht, Tattoos und. Also da gibt es echt eine Menge. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich habe mir jetzt hier so eine Schnipselwolke im Prinzip, habe ich mir jetzt bekommen. Und diese Schnipselwolke. So, die soll in weiß sein. Packe ich mir jetzt hin. Hier nochmal hin. Ja.
So ein bisschen, als ob da ach, eine Kraft. Ja, so. Bitte vielleicht. So, jetzt haben wir schon mal so einen Effekt. Also so. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was gemeint ist. Als ob quasi Schnee aus meinen, Frost aus meinen Händen kommt. Dem Ganzen mache ich auch nochmal einen Schein nach außen. In etwas dunklerer blauer Färbung. Machen wir das mal nicht blau, sondern machen wir das mal ganz, machen wir so ein helles Blau. Ja, so ist natürlich auch Natur, aber Blödsinn. Drück okay. Ja, das ist schon mal gar nicht mehr. So, jetzt erstelle ich mir noch eine neue Ebene. Und das wird mein Frostball, den ich scheinen lassen. Da nehme ich da auch ein Pinsel. Wie soll es anders sein? Dazu habe ich natürlich auch eine Pinselvorlage. Und zwar sind das ausgedachte Planeten. Also Planeten, die keinen Sinn und Zweck haben. Und zwar nehme ich da einfach mal diesen hier. Eine vernünftige Größe. Nicht zu groß werden, der Frostball. 100er Größe. Ja, das mache ich schlecht. Packen den hier in die Mitte. Fülle ich mit einer Deckkraft von 100. Blub. Ja. Sieht noch nicht so spektakulär aus. Und da in der Mitte ist der Ball. Dem geben wir jetzt mal gucken, wie das beim Kontrast aussieht. Dann sieht man schon ein bisschen mehr von dem ganzen Ding. Aber der Kontrast ist natürlich Quatsch, weil selbst wenn ich jetzt hier einen Pixel mache, der schwarze Rand und das. Deswegen mache ich hier mal eine Farbüberlagerung, die schwächer ist, sage aber natürlich, dass man tiefes Blau. Ja, ich weiß, ich habe vergessen zu. Ein tiefes Blau. So, das Ganze müssen wir jetzt allerdings vorher rastern, damit er das übernimmt. Jetzt, damit wir einen zweiten Ebeneffekt hinzufügen, und zwar auch den Schein nach außen. Auch in einer blauen Farbe. Blauen Schein, einen hellen. Das am besten hoch und das kann ruhig ein bisschen kräftiger. Dann ruhig schön mit Strahlen. Ja, negativ multiplizieren kann ruhig bleiben. Jetzt mache ich noch einen Schein nach innen gleichzeitig. Der Schein nach innen, der muss richtig schön kräftig dunkle Farbe haben. Darf aber nicht zu groß sein. Oder machen wir es eventuell noch ein bisschen. Teste nochmal eben. Ich habe das vorher tatsächlich nicht so wirklich probiert. Machen wir mal einen Glanz. Kraft. Ich glaube, ich mache das mit dem Glanz. Ja, das machen wir so. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal einen Glanz und sage hier zu einem Winkel von 0 Grad. Drück OK. Kopiere mir die Ebene mit STRG J. Drück wieder doppelt drauf, gehe wieder auf Glanz und sag hier einfach mal 90. So. Jetzt sieht man, dass er natürlich diese Ebene überdeckt. Diese Ebene ist aber nicht wild. Ihr kennt es ja, wir aktivieren einfach diese Ebene auf Schnittmaske, aktivieren uns auf Pinsel, nehmen hier schön Pinsel, groß, kleiner. Ja, kannst ruhig zumachen. Und mal gucken, wie das wirkt. Das wirkt so. Machen wir es nicht. Dann stelle ich die Ebene jetzt auf Multiplizierung. Maske, die Ebene, Maske lösche ich raus und diese stelle ich
kleinere Deckkraft. Hm. 50, 40, ja, machen wir so. Und das Ganze kriegt jetzt aber noch einen schönen hellen Punkt rein. Bei Ebene, die auch nochmal das Ganze überdeckt. Erstellen. Da können wir jetzt relativ einfach so ein Pünktchen nehmen. Machen aber mal 50% Härte. Punkt rein. Kann ja ruhig ein bisschen unförmig sein. Punkt. Ja. Und dem geben wir auch einen schönen Schein nach außen. In dies. Auch ein dunkles Blau. Ganz verrückten Lila. Nee. Nee, da muss auch schon. Ja, den können wir auf linear abwedeln stellen, damit er richtig schön rausleuchtet. Ja. Und das Ganze schön überstrahlt, 100% Deckkraft. Ja, ja, passt. So. Die ganzen Gruppen, also die ganzen, alles was mit dem Ball zu tun hat, füge ich jetzt mal zusammen wieder in ein Bild. Also markiere mir alle, sage, ja, mach das genau. Mach einfach wieder. Mach jetzt so den ganzen markierten Steuerung J. Nee, das auch. Habe ich ja. Dann markiert er ja alle Ebenen. Ich markiere mir alle. Und sage. Auf eine Ebene reduzieren. So, jetzt habe ich den. Habe ich die Wolke und den Ball als eigene, als komplette Maske. Weißt du noch? Ich glaube, machst du noch anders. Ich kommando zurück, ich mache Steuerung Z. Damit ich Steuerung Alt Z, damit ich das wieder links habe. Das war die Wolke hier, ne? Ja. Ich mache nur den Ball. Nur den Ball. Also nur diese mache ich auf das dann. So und auf eine Ebene. So, jetzt hat er es natürlich sehr überstrahlt alles. Wollte ich gar nicht. Ja, es ist doch nicht nötig, das Wahre. Also das soll in diesem Stil bleiben. Dann machen wir es doch anders. Dann kopiere ich mir die Fussel. STRG J, kopiere ich mir die einmal. Das kommt die erstmal toll. Drücken einfach mal raus. Die schiebe ich nach hier oben einmal. Und dann erstelle ich mir hier Maske und da noch mal so ein bisschen aneinander, wobei muss ich noch mal verwenden. Ja, okay, kann man schon so durchgehen lassen, wobei die Ebenenmaske hätte gar nicht, die hätte gar nicht gebraucht, groß. Kann ich auch wieder. Ja, die kann. Okay, kann man auch so. Man könnte höchstens nochmal die darüber setzen, also als Einzelebene. Dann. Upp. Dazu. So. Uff, ich will eine Maske erstellen. Ja, so schon. Ja. Kann man so schon lassen.
Irgendwie fehlt noch so ein bisschen, hier müssen noch Fussel rüber, damit das so aussieht. Ich glaube, das dann machen wir einfach noch mal eine Ebene rüber. Nehmen wir noch Fussel aus. Hier muss ich einen Schein dazu geben. Das ist wohl. Das wirkt doch gleich. So. Und so bin ich natürlich jetzt Speicher und JPEG. Okay. Speichern, okay. Und öffne es jetzt einfach nochmal als normales Bild. So. Nun habe ich super Fähigkeiten. So sieht's aus. Passt auf, Avengers. Ich vereise euch einfach. Nichts gegen die Avengers, alles gut. Ja, ich bin ganz zufrieden. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe schon mal besser hingekriegt, aber so als Tutorial-Schnelldurchlauf, glaube ich, ist das gut. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und da das jetzt für YouTube ist, ihr könnt auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Da gibt es dann ab und zu manchmal durch anderen Sachen. Mal sehen. Mal gucken. Konzept läuft noch. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.